Willkommen zurück zu Legend of the Hedgehogs. Im letzten Part haben wir mit dem Postgame angefangen, oder beziehungsweise scheinbar dem Postgame. Wir haben alle Charaktere zusammengesucht, bis auf Len, weil der immer noch im Hades eingeschlossen ist, und Misari, weil die noch irgendwas zu tun hat. Die ist da in Toulouse und denkt da momentan drüber nach, wie man oder wo man ein neues Portal nach Hades aufmachen könnte. Und wir sollen jetzt hier zum Scar, glaube ich zumindest. Nee. Wir haben nämlich momentan keine Aufgabe, wenn man es mal so guckt. Die letzte Quest, die wir beendet haben, war hier, Finding Ishbel. Go to Hakok to add Ishbel to your party and prepare to head to Hades. Ja, jetzt ist die Frage, wie soll ich mich preparen? Was soll ich tun? Ich dachte, ich muss zum Scar, aber scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Firmament zurück und ich würde sagen, wir versuchen da mal mit den Leuten zu reden, eventuell. Also mit den Ältesten halt, ob da was passiert eventuell oder so. Weil ansonsten bin ich ein bisschen ratlos, wo ich hin soll. Das, ja, ist ein bisschen schlecht kommuniziert vom Spiel gerade, aber okay. Weil ich weiß halt nur, ich soll Ishbel suchen. Ich habe eh noch gleich schon die anderen gesucht. Und um nach Hades gehen. Aber das Scar ist ja zu, deswegen geht's von da aus. Nicht mehr nach Hades, logischerweise. Nee, soll ich auch nicht hin. Die sind noch gar nicht da. Okay, das verstehe ich nicht. Was soll ich bitte tun? Weil Misari kommt ja auch nicht in mein Team. Die hat ja gesagt, ich bin momentan aber beschäftigt, hier eine Location für den Scar zu finden. Deswegen, ja, muss ich erstmal einen anderen Platz suchen. Ich weiß. Also soll ich jetzt doch nochmal zu Misari oder was? Aber ich war doch im letzten Part schon dort. Wenn ich jetzt hier hingehe, sagen die ja auch nichts Neues. Da war ich ja am Ende vom letzten Part auch schon. Moment. Das ist komisch. I don't know if it's possible. Ja, ich weiß. Nee, ist alles noch das Gleiche. Okay, ich gehe jetzt nochmal zu Misari und hoffe, dass da einfach der Ort ist, wo ich hin muss. Ansonsten bin ich ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, was ich machen muss. Aber dann, ja, wie gesagt, das Spiel hat mir nicht gesagt, was ich wieder tun soll. Hat mir nur gesagt, ich soll Ishbel holen. Und den habe ich, deswegen, ja, keine Ahnung. Und ich soll mich preparen für den Scar, aber was versteht das Spiel denn unter preparen? Man kann ja nicht irgendwie Items einkaufen in dem Spiel oder übernachten oder so. Das geht ja alles gar nicht in dem Spiel. So typische Sachen zum Vorbereiten eben, die man in anderen Spielen machen kann. Halt neue Heil-Items kaufen, nochmal übernachten oder so im Gasthaus. Aber das geht ja nirgendwo. Hey, bin ich dumm? Oh, ich habe den Weg oben übersehen. Ich bin blöd. Sorry. Der ist hier in der Richtung. Den habe ich vorhin nicht gesehen auf der Karte. Ups. Aber ich habe ja im letzten Part schon mit Misari geredet, deswegen weiß ich nicht, was da jetzt anderes passieren soll. Keine Ahnung. Muss ich mit Wien mit dir reden oder so? Weil Wien ja ist ja mein momentaner Protagonist so ein bisschen. Nee. Muss ich mit Siegfried vielleicht mit ihr reden? Irgendwie mit Siegfried im Team? Ich kann mir eh nicht vorstellen, dass das irgendwie einen Unterschied macht, wen ich quasi spiele. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Dann gibt es jetzt einen Schnitt und ich versuche mal, was über Google rauszufinden. Eventuell ist es ja auch ein Bug, dass irgendein Event nicht getriggert wurde oder so. Keine Ahnung. Ich versuche mal irgendwas über Google rauszufinden und dann sehen wir uns wieder, wenn ich irgendwas getriggert habe oder irgendwas rausgefunden habe.
Also, ja, kurzer Schnitt, bis gleich. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich in der Story weiterkomme, aber ich habe ein bisschen was rausgefunden über optionale Sidequests und deswegen machen wir das erstmal. Und zwar können wir jetzt hier in diesen Wald und jetzt hier durch, weil das ging ja damals noch nicht. Ah, guck mal, wir haben direkt eine Quest unlocked, cool. 31, Spirit of Time. You are being called by the Great Spirit deep in the Silent Forest. Okay, alles klar. Can you hear the Great Spirit? It's calling. Okay. Keine Ahnung, woher man das wissen soll, dass man jetzt hier hin soll. Cowards, turn back. You cannot meet the Great Spirit. Ja. Aber okay, es ist halt, cool. Das jetzt geht. Das ist sogar eine Story-Quest, die ich machen muss, scheinbar. Wusste ich halt nicht, dass man jetzt hier hin kann. Auch, ich habe auch keine Ahnung, wie stark die Gegner hier sind. Hast du irgendwie einen Skill, der alle trifft? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Scheinbar nicht. Dann mach einfach irgendwas. Ich habe mich auch an diesen Wald gar nicht mehr erinnert, irgendwie. Aber jetzt, wo ich hier bin, erinnere ich mich wieder dran. Da wollte ich damals schon mal durch, glaube ich, aber man konnte halt damals noch nicht durch, wenn es mich nicht täuscht. Irgendwie so war das doch. Egal. Courageous ones, to where time passes. Jetzt kann man ja scheinbar... Boah. Musste ich ja doch durch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, stimmt, war es nicht, dass man Asagi hier getroffen hat irgendwie oder so? Ach, ich weiß es nicht mehr, das ist lange her. Da ist jetzt wieder doof, dass ich in dem Spiel halt teilweise so ein paar längere Aufnahmepausen hatte. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, wie das war. Aber stimmt, man musste hier durch, ich erinnere mich. Deswegen habe ich die Truhe da auch schon aufgemacht. Man musste hier durch. Aber irgendwann ging es, glaube ich, nicht mehr weiter oder so. Irgendwie so war das. Egal, wir finden das schon raus, würde ich sagen. Die Gegner sind jedenfalls kein Problem mehr. Aber ja, ich finde das ein bisschen komisch vom Spiel, dass man halt nicht irgendwie gesagt bekommt, dass man jetzt hier hin kann, sag ich mal. Dass man hier reinläuft und plötzlich eine Quest unlockt. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam gemacht, aber okay. Übrigens, ich habe auch gelesen, dass, was wir da beim Firmament King auf den Thron gefunden haben, die ganzen Sachen, die wurden auch jetzt erst verfügbar. Das heißt, die habe ich damals nicht übersehen, die haben mir jetzt getriggert. Was auch gut zu wissen ist, weil ansonsten hätte ich so ein bisschen an mir gezweifelt, warum zum Teufel ich das nicht gefunden habe. Aber das wäre ein bisschen komisch gewesen. Weil ich bin doch 100% lang gelaufen, habe das untersucht, die ganzen Sachen dort. Deswegen. Bin ich froh, Fairy Tree, okay. Bin ich froh, dass, ja. Dass scheinbar. Jetzt erst gekommen ist. So, überlegen wir mal. Also scheinbar wurden jetzt noch so ein paar optionale Sachen freigeschaltet. Ich kann mir vorstellen, eventuell passiert was, wenn ich nach Dattown gehe. Dass da irgendwas Optionales kommt. Da gehe ich jetzt nächstes hin, wenn ich das hier abgeschlossen habe, das Gebiet. Den komischen Spirit, den man jetzt hier finden kann, scheinbar. Okay, jetzt sind hier Blumen. Schön. Okay, ich bin wieder am gleichen Ort, kann das sein. Ich habe eine Idee, was ich machen muss. Einfach zurücklaufen, weil der eine Geist hat vorhin gesagt, you can't meet the Great Spirit, turn back. Das heißt, einfach zurück, oder was? Kann das sein? Nee. Aber woher soll ich wissen, was ich hier machen muss? Wo ich hier lang komme. Okay, da müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen suchen. Also nach links war falsch, nach oben haben wir ja vorhin schon probiert, das war auch falsch. Muss ich in irgendeine bestimmte Reihenfolge machen? Ich glaube, ich mache die Random Encounter gleich mal aus, weil die nerven langsam.
Vor allem geben die gar keine Erfahrungspunkte, deswegen lohnt es auch gar nicht, die direkt zu machen. Also die geben schon ein paar EP, aber ich meine halt nur so. Gold geben sie auch kaum mehr was. Oh. Cool. Maneater und Time Cape. Cool. Oh, jetzt sind wir in einem anderen Bereich scheinbar. Das heißt, ich muss immer den richtigen Weg finden, oder was? Um in den nächsten Bereich zu kommen. Oh, okay. Unten ist das also immer falsch, scheinbar. Aber ich verstehe nicht, wie man da jetzt drauf kommen soll, wo man lang muss. Aber egal. Jetzt bin ich wieder hier. Oh. Ich bin auch ganz woanders jetzt scheinbar. Keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Egal. Wir haben es gefunden. Wenn es noch irgendwelche Truhen im Wald gibt, dann schreibt mir das gerne. Okay, das sind jetzt irgendwelche Geister wieder. Wo wir mit Wien wahrscheinlich was machen müssen. Hallöchen. Bekomme ich einen neuen Skill vielleicht von dem? I am the Spirit of Time. Boy, you have something interesting. What? Aber ich frage mich, warum er mit den Geistern reden kann. Oh, that broken holy sword. How come you have it? Well, I wanted to help a friend left behind in Hades. But that holy sword no longer has any power. That's right. Kann er vielleicht in der Zeit zurückreisen jetzt irgendwie? So we're looking for another way to get to Hades. You don't know a way, do you? No, I don't. But I can return that holy sword to how it was before it broke. Really? Will it bring back its power to open the door to Hades? Of course. The power of the holy sword has not been lost. The power of Valencia is now temporarily placed inside Estherfield. By getting back the true form of Valenciel, the power to open the door to Hades will be returned from Estherfield. Those two swords are tools so that they can help each other out. Come on, hand over Valenciel. Okay. Yay. Thank you. So, now we can go to help Len. You don't need to thank me. For me, the spread of the darkness in Hades is not something that can just be ignored. Ween, let me help you. Chronos Tuning, okay, das könnte ganz cool sein. Ween. Misery was instructed by the society to secure a location where it would be not... where it would not be a problem to open a hole to Hades. She went to the sacred spot of Toulouse on, to investigate, it seems. We should head there too. Okay. Und neue Quest achieved. Oh, White Pancho. Silent Forest. Ah, toll. So, fehlt hier noch eine Quest? Eine 30. irgendwie? Da hatten wir die schon. Ah. Okay, wir haben alles richtig gemacht. Aber erstmal würde ich sagen, jagen wir den weißen Pancho. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern, bis der kommt, aber was soll's. Kann ich noch was machen an dem Baum? Nee. Aber das finde ich echt schlecht gemacht vom Spiel, dass einem das nicht sagt, dass man diesen Wald hier muss. Weil, woher soll man das bitte wissen? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich kann einfach nur zurück nach unten laufen. Oh Mann, das ist halt irgendwie echt komisch, dass man das nicht gesagt bekommt. Aber okay, was soll's.
Ich frage mich auch gerade, wie viele Quests es im Spiel gibt, ob die 58. schon die letzte ist. 58. 98. meine ich, die wir jetzt haben. Oder ob es noch mehr Bonusmonster gibt. Ich weiß auch nicht, kommt vielleicht der White Punch schon da oben vor? Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, ich schneide euch raus, wie ich den suche. Und wir sehen uns gleich hier wieder. Also kurzer Schnitt. Oh. Hi. Okay. Ich musste in das andere Gebiet hoch. Weil ich einmal im Menü geguckt. Das andere Gebiet hieß Silent Forest Entrance. Und das hier heißt halt, nur Silent Forest quasi. Deswegen war eigentlich klar, dass der hier sein muss, der White Pancho. Hast du gerade wirklich all meine SP geraubt? Okay. Oh mein Gott, der hat scheinbar sau viele Lebenspunkte. Ich mache dem ziemlich keinen Schaden. Oh ne, der hat den Skill. Ich hätte halt jetzt echt gern Misery im Team. Yo. Ich hätte jetzt halt echt gern Misery im Team. Okay, ich glaube, den können wir auch nicht schaffen. Ich hätte echt gern Misery im Team, dass ich meine Taktik wieder machen kann, die ich meinen Final Boss auch gebracht habe. Diesen Skill immer oder was? Jo, klar. Ja, ich glaube, gegen den können wir auch nicht antreten. Das ist ein bisschen zu stark. Also ich versuche natürlich weiterhin jetzt hier. Ich will einfach fliehen oder so. Aber oh mein Gott. Hey, vergiss es. Ja, bekommt den Status immer wieder, warum auch immer. Man muss irgendwie unterbinden, dass er das bekommt. Nein, ich wollte... Oh, Dings hier überleben. Chloe, ich Idiot. Ja, jetzt kann es eh nicht mehr werden. Kann ich noch fliehen? Okay, kann ich. Das ist krass. Für den brauche ich meine Taktik, die ich im Final Boss hatte. Okay, für den müssen wir definitiv noch ein bisschen leveln. White Puncho. Uff. Okay. Das ist krass. Gut, aber ich will jetzt nochmal ganz kurz... Wobei, nach das kann ich ja gar nicht gehen, prinzipiell. Wir können ja nicht da rein, oder? Ich will gucken, ob da irgendwas eventuell passiert, dass Chloe irgendwas sagt oder so, keine Ahnung. Oh, man kann da nicht rein, so wirklich. Oder doch? Ich probiere es mal. Ich denke mal, wenn ich da jetzt reingehen möchte, wird irgendeiner meiner Charaktere sagen, nee, hier geht's nicht rein, geh wieder weg. Oder? Aber hey, there's nothing but the ruined town. Okay. Dann tschüss. Hätte es sein können, dass irgendwas Spannendes passiert oder so, aber scheinbar nicht. Gut, dann ab nach Toulouse. Zum zweiten Mal jetzt. Wo wir ein Tor nach Hades aufmachen können. Hoffentlich. Um Len zu befreien. Ich hoffe, der Erfolg kommt falsch, ich Depp. Oh Mann. Also ich finde das echt doof. Also man kommt vielleicht drauf, dass man da hin muss
indem man halt sich überlegt, okay, wo war ich bisher noch nicht? Gut, in dem Silent Forest war ich noch nicht. Also weiter oben halt, aber irgendwie ist das echt nicht so cool gelöst, finde ich. Aber okay, was soll's. So, Misari, wir sind wieder da. Wir haben jetzt ein Schwert. Okay, das ist halt immer noch das gleiche wie damals. Da ist sie auch. Okay. All preparations are done. So we can open the portal to Hades. Len, we'll be sure to rescue you. Und rein da. Quests. Searching for Len. Okay. Head to Hades to bring Len back from there. Do you need my help? Natürlich. Okay, I'll lend a hand. Ich würde es auch prinzipiell den White Punch schon mal probieren wollen eigentlich, aber nein. Ne, das kannst du vergessen. So, ich will mein Team wieder so haben, wie es damals war. Und rein da. Ja. Oh, er hängt an der Klippe. Ugh. That Rowan, did he fall? I don't know. It wouldn't worry me if he died, but I'm not gonna go back until I find his corpse. Kill him. Kill him. Be quiet. I'm not gonna listen to commands from you. He's still alive. Ah. Kill him. Kill Rowan. Shut up! I can see how Ishbel went crazy. Kill Ishbel. Ishbel's nothing to do with this. Just be quiet. Aber welche Stimme? Von wem ist die Stimme? Die Stimme vom Chaos, klar, aber warum sagt er das zu Lem? Edward killed. That's... You tempted him. Hatred, kill. Power to kill. Power, seek power. That power? I don't need that power. Hatred, hatred. Wird Len besessen oder so? Stop that! Please stop! Okay. Weiß nicht genau, was jetzt passiert ist. Len, where are you? Len will be okay. He's sure to be waiting for you, Chloe. Yeah, I guess so. Hoffen wir es doch mal. Mach direkt nächste Quest. Das geht ja alles schnell vorbei. Da haben wir es ja 35, ist jetzt sogar schon die letzte, oder? Ja. Ah, Nico, wir haben das 34. Okay, hol ich die Gegner an? Nein. Das kann jetzt spannend werden. Sehe ich das? Haben wir keine Karte hier, oder was? Oh Gott. Doch, haben wir. Ich habe bloß den Kopf von Len nicht gesehen, weil er halt... Ficker Mercy. Okay. Weil er halt hinter dem L-Zeichen war. Was zum Teufel ist Ficker Mercy? I don't even ask. There is a lot of battle. The turn a dead ally can be revived. Okay. Das heißt... Ich habe eine 20%ige Chance, dass irgendwer, der tot ist, wiederbelebt wird. Übrigens, ich dachte aber, wir haben keine Karte, weil der Weg so dunkel ist auf der Karte oben. Deswegen habe ich den gar nicht erkannt, dass da überhaupt ein Weg ist. Aber ja, also es kann eventuell sein, dass eben irgendwer wiederbelebt wird, aber es muss halt nicht so sein. Lohnt sich dann für mich auch nicht so sehr, ehrlich gesagt.
Weil ja, wenn nur eine kleine Chance quasi da ist, dann bringt halt auch gefühlt nichts. Auch wenn er wieder belebt wird. Da ist der Skill, den Claudio momentan hat, besser würde ich sagen. Vor allem, weil eben die Wiederbelebungschance nur so klein ist. Das ist das Problem für mich. Und tschüss. Oh Mann, ey. Ja, die Gegner hier sind nicht schwer oder so. Aber sie geben ordentlich Erfahrungspunkte. Und eine Goblin-Leber, alles klar, same. Okay, das Gebiet. Sieht auch überhaupt nicht anstrengend aus. Aber ich würde sagen, das erkunden wir dann im nächsten Part weiter. Ich will jetzt noch zu der Truhe da unten hingehen, dann war es das für heute. Das wird spannend. Ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich Lust drauf, weil das halt wirklich sehr riesig und nervig aussieht, aber egal. Wir kriegen das schon hin. Stimme nicht sterben, bitte. Ja, dann bin ich gespannt, ob wir Len finden können und was aus Len wird, ob er jetzt wirklich irgendwie durchdreht zum Beispiel oder irgendwie böse wird und wir ihn besiegen müssen oder so. Das kann auch sein, dass er halt wegen der Stimme jetzt wirklich irgendwie durchdreht und wir ihn dann besiegen müssen. I don't know. Übrigens, ihr habt auch gerade gesehen, Misery, dieser eine Skill von ihr, den ich gerade eingesetzt habe, der ist auch stärker geworden bei meinem Leveling. Nach dem, oder vor dem Final Boss. Der war halt vorher nur auf Stufe 1 und jetzt ist er Stufe 2 inzwischen schon. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Weil ich das noch gar nicht gesagt habe, glaube ich. So, sehr schön. Und Level Up für Ishbur. Gut, ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part wieder ein, wenn es heißt mehr Legend of Hedgehogs. Bis dann und ciao. Euer B-Roll. Tschüss.